Wie können wir diese Idee des Zahlenratespiels mit Scratch umsetzen? Wir benennen zuerst das Projekt. Und bereiten wie immer die Bühne vor. Ich lösche die Katze und füge aus der Bühnenbibliothek aus der Kategorie drinnen das Bühnenbild Chalkboard als Bühnenhintergrund ein. Danach wähle ich aus der Figurenbibliothek aus der Kategorie Tiere die Figur Pinguin 2, positioniere ihn hier links und verkleinere ihn ein wenig. Und nun füge ich wieder eine neue Figur ein, und zwar aus der Kategorie Dinge und wähle die Figur Button 1. Diesen Button positioniere ich hier rechts unten in der Tafel. Ich wechsle beim Objekt Button in das Register Kostüme und füge mit dem Textwerkzeug im Malprogramm den Text OK hinzu. Ich wähle wieder das Auswahlwerkzeug, passe den Text in der Größe an und wechsle dann wieder in das Register Skripte. Ich benenne nun das Objekt Button 1 um auf OK-Button. Und schließe danach wieder den Eigenschaften-Dialog. Für dieses Zahlenrateprogramm benötigen wir drei Variablen, nämlich die Variable Spielerzahl, die Zahl, die der Spieler abgibt, die Variable Computerzahl, die sich der Computer denkt, und die Variable Versuche. Ich wechsle dazu in die Kategorie Daten, klicke auf Neue Variable und erstelle die Variable Spielerzahl für alle Figuren, damit alle Figuren mit dieser Variablen rechnen können. Ich bestätige mit OK. Danach erstelle ich die neue Variable Computerzahl, die ebenfalls für alle Figuren gültig sein soll. Und als dritte Variable erstellen wir die Variable Versuche, ebenfalls für alle Figuren gültig. Wir sehen, dass alle Variablen mit ihrem Variablennamen und dem aktuellen Wert in der Bühne angezeigt sind. Das liegt daran, dass automatisch die Kontrollkästchen hier in der Mitte vor den Variablen aktiviert sind. Die Computerzahl, die ja per Zufallsgenerator ermittelt wird, soll natürlich nicht auf der Bühne sichtbar sein. Die beiden anderen Variablen natürlich. Ich positioniere die Variable Versuche hier rechts oben an der Tafel und darunter die Variable Spielerzahl, über die wir als Spieler dann unseren Wert eingeben. Dazu benötige ich den Schieberegler. Ich klicke auf die rechte Maustaste, aktiviere die Schieberegleransicht und kann nun hier im Spiel den Wert meiner Zahl einstellen.
Ich klicke nochmals mit der rechten Maustaste auf die Variable Spielerzahl und lege nun den Reglerbereich fest und gebe als Minimalwert 0 ein und Maximalwert 100. Und klicke dann auf OK. Beim Programmstart blenden wir für die Spielerinnen einige Informationen über eine Sprechblase des Pinguins ein. Dazu erstellen wir ein Skript für den Pinguin. Ich benötige aus der Kategorie Ereignisse unser Startbefehl, wenn grüne Fahne angeklickt. Danach ziehe ich aus der Kategorie Aussehen den Befehl Sage Hello in den Skriptebereich und schreibe den Text Ich denke mir eine Zahl zwischen 0 und 100 aus in dieses Feld. Darunter fügen wir nochmals den Sage-Befehlsblock ein und schreiben als Text hinein. Du hast 10 Versuche, diese Zahl zu erraten. Wenn wir Variablen verwenden, ist es meist unerlässlich, diese Variablen bei Programmstart auf einen Startwert, meist ist das 0, zurückzusetzen. Dies programmieren wir für die Variablen Spielerzahl und Versuche. Wir ziehen aus der Kategorie Daten den Befehlsblock Setze auf 0 an den Beginn des Skripts. Die Voreinstellung der Variablen Versuche passt, denn die Variable Versuche solle zurückgesetzt werden. Danach setzen wir auch den Startwert für die Variable Spielerzahl auf 0. Und anschließend wollen wir natürlich auch die Computerzahl mit einem Startwert versehen. Ich wähle die Variable Computerzahl, nur erhält die Computerzahl keinen Startwert 0, sondern einen mit Zufallszahl ermittelten Startwert. Dazu ziehe ich aus der Kategorie Operatoren den Befehlsblock Zufallszahl von 1 bis 10 in das Wertefeld und trage als Werte 0 bis 100 ein. Wenn wir im Programmlauf unsere Spielerzahl hier eingestellt haben, klicken wir auf den OK-Button, um unsere Zahl dem Programm zu übergeben. Wenn wir auf den OK-Button klicken, soll der Pinguin die Nachricht erhalten, dass die Spielerzahl abgegeben wurde. Dies lösen wir in einem Skript für den OK-Button mit zwei Ereignisbefehlen. Und zwar aus der Kategorie Ereignisse den Befehl, wenn ich angeklickt werde, wenn dies eintritt, soll eine Nachricht an alle gesendet werden. Ich docke Sende Message 1 an alle an und erstelle über das Klappmenü eine neue Nachricht und trage als Nachricht Wortlaut Zahl abgegeben ein.